Da Main, wir haben Seymour Hersh, Nord Stream. Und jetzt haben wir ganz frisch Wall Street. Also ich meine, Wall Street Journal veröffentlicht, dass die Ukraine und die Regierung bis hoch zu Zelensky über diesen Attentat wusste, dass einer von der Regierung diesen Attentat ausgeübt hat. Wie können wir überhaupt noch als Deutschland irgendeinen Euro oder irgendeine Waffe gerechtfertigen, nach Ukraine zu schicken? Und wo ist die Forderung, das Geld zurückzukriegen für Nord Stream? Ja, das. Ja, klar, die Antwort liegt ja eigentlich fast auf der Hand. Also sagen wir so, als der Seymour Hersh mit seiner Recherche rauskam, das muss ich sagen, habe ich das wirklich für das Plausibelste gehalten. Also die USA mit freundlicher Unterstützung von Norwegen. Ich weiß es ja auch nicht, ich habe ja auch nicht selber recherchiert. So. Aber was mich so irritiert ist, dass es überhaupt keinen Druck zu geben scheint in unserer Gesellschaft, dass da mal was passiert. Das ist also, dass man da mal wirklich recherchiert. Das zieht uns den Boden unter den Füßen weg mit dieser Pipeline. Und wir gehen zur Tagesordnung über. Ja. Das kann doch eigentlich nicht sein. Das wäre auch für mich eine klassische Aufgabe von einem der Magazine der Öffentlich-Rechtlichen. Also diese ganzen Recherchenetzwerke, die es da gibt, da sollen sie mal ihre Power und ihre Kompetenz reinschmeißen. Ja. Was würde passieren, wenn wir sagen, als Deutschland, USA, sagen wir mal, oder Ukraine, ist für uns schuldig. Aber nehmen wir mal, weil es schwieriger ist, USA. Was könnten wir dann tun? Nächste Frage. Oh ja. Ja, ja. Meine Frage ist, wie weit muss der sogenannte Wertenwechsel den Bogen noch spannen, bis die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen besteht? Taktischen Atomwaffen in dem Fall. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine rein spekulative Frage. Und was damit ausgelöst würde, ist natürlich auch so jemand wie Putin völlig klar. Ich würde mich aber so weit aus dem Fenster hängen zu sagen, wenn eine Situation eintritt, in der Russland gnadenlos mit dem Rücken zur Wand steht, dann wäre ich mir nicht sicher, was passiert. Nächste Frage. Jürgen Schneider, Landkreis Esslingen inzwischen. Zunächst ganz herzlichen Dank für Ihren Mut, für Ihre Energie, für Ihre Impulse. Meine zwei Fragen. Wie viel Rechtsradikalität sehen Sie in der ukrainischen Regierung in den letzten Jahren? Und was können Sie sagen zum Antispiegel vom Thomas Röper? Also sagen wir so, was die rechtsradikalen Kräfte in der Ukraine betrifft, da möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen von einem US-amerikanischen Professor, Nikolai Petrov. Der sitzt an der Universität in Rhode Island. Und der hat ein Buch geschrieben, The Tragedy of Ukraine. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, bin mir nicht ganz sicher. Der hat sehr detailliert und chronologisch die Geschichte der Ukraine aufgelistet und hat sich auch intensiv mit den rechtsradikalen Kräften befasst. Und das hat ja auch historische Wurzeln. So. Und das Argument von vielen im Westen ist ja oft, dass man sagt, also wenn Putin sagt hier, ne, diese rechtsradikalen Kräfte, die dürfen da nicht Überhand nehmen und so, das wäre alles dummes Gerede, weil wenn man sich die Zusammensetzung des Parlaments anguckt, die werden ja kaum vertreten. Das stimmt, aber. An dieser Stelle muss ich für einen ganz kurzen Moment unterbrechen. Seit Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist, haben die Anzahl von unerwünschten Impfungen, Organspenden oder Behandlungen zugenommen. Und um dies eben zu verhindern, müssen Sie sich unbedingt eine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte zulegen. In dieser können Sie unerwünschten Behandlungen widersprechen und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen und diese Dokumente passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Die Kräfte in der Gesellschaft sind schon so stark, dass sie den Entscheidungsprozess, den politischen Entscheidungsprozess massiv beeinflussen. Also das ist eine Kraft, die ist da. Und die verstecken die ja auch gar nicht. Nur wir verstecken sie hin und wieder in der Berichterstattung, muss man sagen. Also diese Kräfte gibt es ja. Davor nicht die Augen zu verschließen, sie auch nicht zu überhöhen, aber sie auch nicht wegzu,
träumen. Das wäre auch ein wesentlicher Teil einer realistischen Berichterstattung. Denn allein die Überlegung auch, ich weiß nicht, ob das die Menschen in der EU wirklich selber ernst nehmen, aber die Überlegung, die Ukraine in die EU aufzunehmen, also ich meine, wie selbstmörderisch ist das denn? Aber gut, das ist das eine. Und ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht eine Aussage zum Anti-Spiegel mache. Ich habe da auch schon viel Interessantes gelesen, aber das wäre vermessen, wenn ich da jetzt irgendwie so eine Begutachtung abgebe. Verstehen Sie das? Gut. Kann man gut verstehen, ja. Russland. Was die Amerikaner machen, nützt ihren Interessen. Was die Europäer machen, nützt ihren Interessen gar nicht. Wie kann dieses gesamte politische Establishment so umschwenken? Denn in den, ich würde mal sagen, beginnenden 2000er Jahren, da waren ja noch laut Jeffrey Sachs sehr viele europäische Staatenlenker der Meinung, also das mit der Ukraine ist also wirklich ein völliger Quatsch und das wird die Russen auf den Plan rufen. Und sie wussten es alle. Ja, und wieso bringt man einen ganzen Kontinent in so eine selbstmörderische Situation? Man muss ja schon gar heutzutage erstmal Bekenntnisse abgeben, bevor man was sagen darf. Also mein Bekenntnis, ich finde Europa als Idee wunderbar. Ich finde die EU grenzwertig. Die Osterweiterung der EU hat dazu geführt, dass die Nachholbedürfnisse von Staaten wie Estland, Lettland, Litauen und Polen mit Blick auf Russland, weil unter denen haben die nun mal gelitten, aber dass diese Nachholbedürfnisse in der EU artikuliert worden sind. Das heißt, wir haben uns die Probleme dieser Länder mit Russland ins Bündnis geholt und haben darauf für meine Begriffe nicht adäquat reagiert. Man hätte sich nicht die Deutungshoheit sozusagen aus der Hand nehmen lassen dürfen. Es hätte nicht dazu führen dürfen, dass die eigentlich über weite Strecken recht gute Beziehung zwischen EU und Russland dadurch wirklich nachhaltig ruiniert worden ist. Das ist das eine. Ich habe es eben, glaube ich, auch angedeutet, man hätte, das wäre politische Kunst gewesen, man hätte diese historisch verständlichen Ängste der Balten und der Polen und die historisch verständlichen Ängste der Russen irgendwie austarieren müssen, was die anderen Teile der EU betrifft. Und dann, um das einfach noch mal ganz deutlich zu sagen, die EU ist ja nun so ungefähr das Undemokratischste, was überhaupt rumläuft. Ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann, weil dieses Prinzip hier, one man, one vote, wie wollen Sie das machen in der EU? Das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist es absolut undemokratisch, dass Gesellschaften oder Länder mit viel Bevölkerung lächerlich wenig in der Relation zu sagen haben gegenüber Ländern mit ziemlich wenig Bevölkerung. Aus deren Sicht kann ich aber auch verstehen, dass die sagen, wir wollen uns doch nicht von euch majorisieren lassen, nur weil ihr zufällig mehr seid als wir. Also da eine Lösung zu finden, ist sicher sehr, sehr schwierig. Aber das zu thematisieren und dann eben auch dafür zu sorgen, dass wenigstens das Führungspersonal demokratisch gewählt wird, das wäre ja schon mal ein Anfang. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald dann zum nächsten Video.